Ja, hallo hier auf dem Klostermann-Kanal. Und der Winter ist noch nicht vorbei und wer mit seinem Womo in der kalten Jahreszeit verreisen möchte, muss doch einiges beachten. Die Planung und Vorbereitung nimmt für eine Wintertour etwas mehr Zeit in Anspruch als im Sommer. Natürlich hängt das Ganze auch vom Urlaubsziel ab und davon, was ihr dort so unternehmen möchtet. Aber wenn ihr beim Wintercamping, Skifahren, Langlaufen oder Schneeschuh wandern wollt, müsst ihr dazu nicht nur die nötige Ausrüstung einpacken, sondern letztendlich auch die Gewichtsgrenzen eures Womos beachten. 3,5 Tonnen ist meistens sehr schnell erreicht und überschritten. Beachten müsst ihr aber auch, dass nicht alle Campingplätze im Winter offen haben. Und Infos zu offenen Plätzen findet ihr aber im Internet überall und in den gängigen Campingführern und Camping-Apps. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, beziehungsweise ihr euch erst einmal an das Wintercamping herantasten wollt, dann sucht ihr euch einen Platz aus, der die wichtigsten Dinge dabei hat. Also zum Beispiel hat er einen Stromanschluss oder die Möglichkeit des Gasflaschentauschs. Und entsprechend sind die sanitären Einrichtungen dort geöffnet. Habt ihr euer Ziel dann festgelegt, geht es an die Reservierung und Routenplanung. Dazu könnt ihr euch mal dieses Video von mir anschauen, was ich euch hier verlinke. Fast jedes moderne Womo hat eigentlich eine gute Isolierung und eine Gasheizung. Und diese beiden Dinge sind natürlich eine wichtige Voraussetzung für Wintercamping. Doch es gibt natürlich Womos mit spezieller Ausstattung für die kalte Jahreszeit. Das kostet meistens extra. Diese verfügen meist über Features wie zum Beispiel stärkere Isolierung von Boden, Dach und Wänden und eine Warmwasserheizung und sogar eine elektrische Fußbodenerwärmung oder Fußbodenheizung. Wichtig auch natürlich ein isolierter Frisch- und Abwassertank oder eine doppelte Fensterverglasung, auch nicht schlecht. Häufig werden ab der Mittelklasse auch spezielle Winterpakete angeboten, die den Wohnwagen, also das Womo, letztendlich wintertauglich machen. Diese können beim Neukauf dazugeordert werden. Eine Nachrüstung ist aber meist nicht so ohne weiteres möglich und meistens auch sehr teuer. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten der Nachrüstung mit noch mehr Komfort fürs Winter oder fürs Wintercamping. Ein Beispiel sind zum Beispiel Heizteppiche und Matten bzw. Nachisolierung des Abwassertanks und so weiter. Und hier mal ein paar wichtige Punkte für Wintercamping mit dem Womo. Man sollte natürlich rechtzeitig reservieren. Immer vorher reservieren, denn schön gelegene und gut ausgestattete Wintercampingplätze in zum Beispiel den Alpen sind oft ziemlich gut und stark besucht, also meist frühzeitig ausgebucht auch. Und deshalb sollte man sie rechtzeitig bereits zum Beispiel im Herbst, ist jetzt ein bisschen spät, aber fürs nächste Mal zum Beispiel um einen Platz dort kümmern und buchen. Winterreifen sind natürlich ein Muss fürs Womo-Fahren im Winter. Die Profiltiefe sollte mindestens 4, besser aber so um die 5 mm betragen. Und Schneeketten dürfen beim Wintercamping auch nicht fehlen. Andernfalls drohen meist mancherorts drakonische Strafen oder ihr kommt gar nicht erst da durch oder voran. Um bei einem eventuellen Auftauen ein Kippen oder Absacken des Womos zu vermeiden, kann man zum Beispiel ausreichend große Bretter so unter diese vorhandenen Hubstützen, wenn ihr die habt, oder unter die Räder packen, damit das wie gesagt nicht absackt, wenn das alles mal taut. Stromkabel verlegen ist auch wichtig. Für Stromkabel gilt das gleiche wie im Sommer. Wassergeschützt verlegen, aber Vorsicht beim Wintercamping, darauf achten, dass die Kabel nicht von einem Räumgerät oder Schneepflug beschädigt oder mitgerissen werden können. Eventuell und wenn vorhanden, das Vorzelt mit aufbauen. Ein Vorzelt ist beim Wintercamping wirklich viel wert. Es schützt nicht nur vor Schneeverwehung an der Eingangstür, sondern dient auch als Wetterschleuse und als Lagerplatz zum Beispiel zum Trocknen von euren nassen Winterkleidung. Feuchtigkeit im Womo wird so letztendlich vermieden. Und übrigens, Schmutzfangmatten am Eingang sorgen dafür, dass kein Dreck und Schneematsch ins Vorzelt bzw. überhaupt ins Womo kommt. Das ist immer sehr angenehm. Die B- und Entlüftungsöffnungen dürfen nie zuschneiden. Regelmäßig sollte das Womo auch kurz, aber ordentlich durchgelüftet werden. Auch wenn das etwas Heizenergie kostet, aber das ist wichtig, damit die Feuchtigkeit rauskommt. Solange das Womo beheizt wird und sich alle Wasservorräte im Innern befinden, friert irgendwie natürlich nichts ein. Meist liegt aber der Abwassertank, so auch bei uns, unbeheizt und nicht isoliert unter dem Womo. Dann ist es natürlich besser, das Grauwasser nicht in den Abwassertank, sondern direkt zum Beispiel in einen Eimer zu leiten. So kann das Abwasser, auch als Eisblock zum Beispiel, wenn es gefroren ist, einfach entsorgt werden.
Wichtig für ein wintertaugliches WOMO ist eine gute Isolierung des Aufbaus. Isolierverglasung und eine ausreichend dimensionierte Heizung. Meistens ist das so, wenn man ein WOMO kauft. Das passt dann schon. Abhilfe schaffen aber auch zum Beispiel Trennvorhänge und Isoliermatten wie diese hier, die hier im Bild zu sehen ist. Übrigens, Dach vom Schnee befreien ist auch sehr wichtig. Wenn es beim Wintercamping sehr stark schneit, muss das Dach regelmäßig von Schnee befreit werden. Vor allem nasser Schnee kann schnell zu tonnenschwerer Last werden. Wenige Zentimeter Pulverschnee zum Beispiel schaden da überhaupt nicht. Sie isolieren sogar noch ein wenig das WOMO. Und ein Zweiflaschensystem mit Umschaltautomatik sollte im Winter zur Grundausstattung gehören. 11 Kilogramm Gas reichen etwa nur für 2 bis 3 Tage, wenn Frost ist. Und Fragen zur Gasprüfung habe ich euch zum Beispiel in diesem Video hier oben, verlinke ich es mal, schon beschrieben. In Europa gibt es übrigens rund 300 verschiedene Systeme für die Gasversorgung. Daher empfiehlt es sich, besonders im Winter auf Auslandsreisen ein Europa-Füll- bzw. Entnahme-Set mit mehreren Adaptern an Bord zu haben. Im Campinghandel gibt es sie so, ich glaube, ab 15 Euro. Und in den alten Ländern haben gut sortierte Händler, aber auch Campingplätze immer genügend Reserven an Europaflaschen auf Lager. Wer es beim Wintercamping immer schön warm haben möchte, sollte regelmäßig den Füllstand der Gasflasche. Dafür gibt es im Handel Gasfüllstandsanzeiger, wie zum Beispiel den Truma Level Control, der den Inhalt der Gasflasche ermittelt. Sehr praktisch sind auch Gasdruckregler wie der Truma Duo Control CS, der automatisch auf die zweite Flasche umschaltet, wenn die erste Gasflasche leer ist. So erspart man sich den nächtlichen Gang in der Kälte zum Tausch der Flasche und ich kann euch da versichern, das macht absolut keinen Spaß, wenn man nachts raus muss. Was gehört so zum Wintercamping-Zubehör? Also was sollte man so mitnehmen? Ersatzbirnen sind wichtig. Schneeschaufel und Besen natürlich ebenso. Und eine Leiter zum Befreien des Daches von Schnee wie diese hier. Ich kann die nur empfehlen, die ist wirklich top. Ich habe die selber im Gebrauch und man kann sie zum Beispiel auch benutzen, um mal das Dach überhaupt sauber zu machen, die Solarflächen sauber zu machen und so weiter. Eiskratzer für die Scheiben und Enteisungsspray für die Türschlösser sind natürlich wichtig. Eine Taschenlampe und Starthilfekabel. Vielleicht auch für den Fall der Fälle Heizbänder zum Enteisen von Rohren und Abfluss, also unten liegend, wenn sie nicht isoliert sind. Auch etwas Sand oder feinen Splitt solltet ihr als Traktionshilfe für den Notfall mit an Bord haben. Mein Fazit zum Wintercamping. Wintercamping ist eine ganz besondere Form des Campings. Es kann viel Spaß machen und es ist ideal für alle, die gerne im Schnee unterwegs sind. Egal ob beim Skifahren, Langlaufen oder Schneeschuhwandern. Damit der Campingtrip in der kalten Jahreszeit ein Erfolg wird, ist aber mehr Vorbereitung als beim Camping im Sommer notwendig. Und wer sein WOMO immer richtig pflegt, hat auch im Winter mehr Freude mit ihm. Bleibt nur noch die Frage nach dem Ziel der Camping-Winterreise. Mein Vorschlag dazu für den Norden seht ihr hier. Also Wintercamping an der Ostsee habe ich euch mal verlinkt und für den Süden zum Beispiel Wintercamping in den Alpen. Ich wünsche euch wie immer eine gute Fahrt mit eurem WOMO und viel Spaß auf euren Reisen. Euer Klostermann.